Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist wieder eure Svea von Angelfly Orakel. Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe total gute Laune. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier regnet es aus Eimern, ja, und trotzdem ist die Laune wunderbar. Ich schätze, Portaltage können so und so sein. Ja, sie können dich entweder fertig machen oder sie können dich wahnsinnig pushen. Bei mir ist Pushen der Fall, Gott sei Dank. Klopfen wir mal auf Holz, dass es bei euch auch so ist. Wie ging es euch denn mit dem ersten Tag? Habt ihr kluge Erkenntnisse gehabt in Bezug auf die Liebe, auf Beziehungen, die euch irgendwie immer wiederkehrend die gleichen Probleme bringen oder die gleichen Menschen ins Leben? Ich gestern mit meiner Schwester unterhalten, ich bin erzählt, ich gehe mit ihr spazieren. Und habe ihr so erzählt von dem Tagesimpuls. Und sie so, ja, ich habe heute über das und das nachgedacht. Und ich so, Wahnsinn, wie die Energien einfach ja, fließen, ja, auch wenn man da irgendwie nicht so einen Zugang hat. Finde ich das total spannend. Genau. Gut, nicht so viel reden, ja. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielen Dank für eure Abos, für eure Kommentare. Genau, macht weiter so, das freut mich total. Und wir schauen heute einfach mal mit den Weisheitskarten der Seele. Ihr habt schon gesehen, ich habe sie rausgeholt. Welche Tagesenergie wir heute an diesem zweiten Portaltag, dem 12. Mai, 12. Mai, ich glaube, egal, welche Energie, welche Portaltag-Energie begegnet uns heute? Mit was können wir rechnen? Habt ihr es gesehen, ja? Und auf dem Unterdeck lernen. Ich lasse sie so, ich guck mal, wie sie sich zeigen. Die sanfte Gärtnerin auf dem Kopf. Hier sehen wir quasi kleine Eier, ja, wo Elfen drauf sitzen und warten, ganz ungeduldig, dass es irgendwie vorangeht. Und aber wie mit jeder Pflanze, wie mit jeder Blume, die irgendwie aus der Erde heraus sprießt, braucht es eben Zeit, ja, und Liebe und Zuneigung und Sonne und Regen, dass eben auch, ich sag mal, was wir gesät haben, dass das auch sich entfalten kann. Und wie es scheint, sind wir heute aber ungeduldig. Die Eier auf dem Kopf nehme ich als Ungeduld wahr. Gucke ich die Arme hier ein bisschen. Bin so ein Heißblütler, mir ist immer zu warm schnell. Ja, zu Hause. Vielleicht fällt euch hier auch die Decke auf den Kopf. Ja, zu Hause. Ich sag mal mit Corona, Homeoffice und man kann nicht raus, man kann nichts machen, ist das natürlich hier. Geht es wahrscheinlich uns in allen so, aber vielleicht heute an diesem Tag besonders, ja, dass ihr das Warten satt habt, ja, also hier auch nicht mehr geduldig sein wollt. Ja, das bereitet euch Kummer, ja, weil das einfach irgendwie nicht vorwärts geht, weil nichts passiert, weil die Türe hier immer noch geschlossen ist, ja, und aber gilt hier was zu lernen für alle, die ungeduldig sind, und dann nehme ich mich nicht aus. Ja, davon sollte man sich trennen, ja, also von dieser Ungeduld und traurig sein, dass man das noch nicht hat, was man gerne hätte. So dieses vielleicht auch in der Zukunft schwelgen, von wegen, ja, wenn dann wieder alles offen ist und wenn ich dann wieder das und das machen kann und wenn ich dann so und so, trennt euch davon, ja, bleibt bei euch. Im Hier und Jetzt. Seid nicht zu sehr in der Vergangenheit, was damals war, oder trennt euch auch von diesem, was euch hier Kummer bereitet. Ja, das ist hier ein Schritt nach vorne. 45, 46 ist hier ein Schritt nach vorne. Und im Mondschein. Das ist. Warte kurz.
Ja, das ist so dieses sich nicht. Sich nicht zeigen möchte, also sich nicht zeigen wollen, ja, also vielleicht auch hier diesen Kummer nicht zeigen wollen, nichts dagegen tun zu können und hier warten zu müssen, ja, auf, dass es sich verändert. Also auch hier nehme ich das einfach nochmal so als wartende Position wahr, ja. Vielleicht auch einfach, bis hier der Vollmond kommt und all diese Gefühle, die euch hier heute begegnen, ja, haben etwas mit eurer Lernaufgabe, nämlich unabhängig zu sein, zu tun, ja. Und drunter ist der Tiefpunkt. Das ist so das hier, ja. Wenn man am Tiefpunkt angekommen ist, dann und alles losgelassen hat, was man nicht mehr braucht, was einen Sorgen macht, dann erst ist man unabhängig, ja, wenn man sich von all dem befreit hat. Und das gilt es hier quasi nochmal zu lernen. Also wenn dir dieser Tag heute sehr viel Kummer und Sorgen vor allem, nehme ich hier wahr, ja, mit was ist, wenn Gedanken, dann guck dir doch nochmal an, ob du diese Zukunft wirklich so haben willst. Und wenn nicht, dann trenne dich, ja, also trenne dich von diesen negativen Gedanken, die dich hier irgendwie heute eventuell begleiten, ja. Okay, ich hätte gerne eine Karte für zu Hause. Eine Klärungskarte bitte für zu Hause. Ja, du machst dir zu viel Gedanken. Du bist im Kopf gefangen mit, ah, das könnte besser sein und das könnte besser und so mit inneren Kämpfen irgendwie bist du beschäftigt. Ja, du zerbrichst dir dein zartes Köpflein. Ja. Und aber guck mal, der Kummer und die Trennung, das ist auch falsch herum, das darf auch gehen. Ja, also das dürft ihr loslassen. Für den Kummer bitte eine Karte. Ja, ihr werdet hier Momente der Erkenntnis haben, wo eure Intuition, euer Gefühl, also ich sag mal, eure Leidenschaft für etwas, ja, das kann ein Hobby, das kann ein Mensch, das kann alles Mögliche sein, wo eine Leidenschaft entfacht wird, ja, und die wird euch hier helfen, diesen Kummer auch zu besiegen. Also bei mir ist es zum Beispiel Sport, ja. Ich mache super viel Sport, ich bin so richtig mit harten Gewichten, schwer trainierend, so gar nicht mädchenmäßig, ja, sondern wirklich so Arnold Schwarzenegger, krasse Gewichte, siebenmal die Woche. Fünfmal die Woche Minimum, siebenmal ist optimal, so diese Richtung, ja. Also echt auch wahnsinnig fast schon für alle anderen, die da nicht dabei sind. Aber diesen Sport nicht mehr machen können, ja, bedeutet für mich meiner Intention, meinem Gefühl der Bewegung, dass meinem Hobby nicht mehr nachgehen können. Und das hat natürlich Kummer verursacht, ja. Ich meine, ich habe natürlich zu Hause Sport gemacht, aber wir wissen alle, dass das nicht das Gleiche ist. Ja, einfach von der Ausstattung, von der Atmosphäre, von den Menschen, die man sieht. Ja, und das wird dir heute vielleicht noch mal bewusster. Und vielleicht hast du auch Momente, dass du sagst: Ah, ich lasse das gehen, ich lasse das einfach nicht mehr an mich ran. Ich gucke, dass ich irgendwie mein Hobby, mein Gefühl, meine Dinge, die ich gerne mache, umsetzen kann. Ja. Du lässt dich hier also einfach auch nicht mehr einsperren und wirst dadurch unabhängig, ja? Also, für die Trennung bitte. Von was sollen wir uns hier trennen oder was wird hier beendet? Ja, die Unentschlossenheit, und guck mal, wir haben hier auch zwei Masken, ja? Die Unentschlossenheit, uns für etwas zu entscheiden. Also ein Angebot auch anzunehmen. Das könnte zum Beispiel, ich sag mal, wenn das jetzt hier, ich bleib mal beim Fitnessstudio, ja, das ist ja
eine vergleichbare Situation habt. Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, ob ich einen Antigentest mache. Ja, ich war nicht erkrankt, aber vielleicht habe ich Glück, ja. Und ich habe gerade eben den Termin beim Arzt gemacht. Und ich war aber so, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und was ist, wenn doch? Ich war einfach in meinem Kopf gefangen mit dieser Entscheidung irgendwie. Obwohl ich weiß, dass ich ins Fitnessstudio gehen möchte und dass das hier notwendig ist, ja. Und habe diese Entscheidung quasi getroffen, beim Arzt einen Termin zu machen, um zu gucken, ob ich Antigene habe, um dass ich einfach nicht geimpft werden muss und keine Corona-Tests mehr brauche und diesen ganzen Rattenschwanz, der da noch so im Anschluss irgendwie jetzt auf uns zukommt, ja. Und von dieser Unentschlossenheit darfst du dich trennen, ja, und diese Münze auch annehmen, die du hier in deiner Tasche im Endeffekt schon hast, ja. Okay. Für den Mondschein. Also folgt euren Impulsen heute, ja. Seid nicht unentschieden und haltet euch im Kopf gefangen, sondern trefft Entscheidungen. Sie werden gut sein für euch. Ja. Und das ist die Erkenntnis, dass man noch warten muss, dass noch etwas, dass man der ganzen Sache irgendwie noch Zeit einräumen muss. Also heute ist Mittwoch, ja. Ich habe am Montag den Termin. Heißt, ich weiß, okay, wenn ich am Montag beim Arzt bin, die Blut abnehme, bis das Testergebnis kommt, das dauert einen Moment. Ich muss hier noch warten, bis ich ins Fitnessstudio kann, ja. Und das weiß ich, weil ja quasi der Weg, der gegangen werden muss, einfach noch einen Moment dauert. Und genau das ist das. Du kannst hier nichts dagegen tun. Du musst dann, du bist so, ich sag mal, wie so gefangen, obwohl du hier Flügel hast, machst du dich nicht auf und fliegst einfach los. Ja? Aber das wird zu Ende gehen. Mit 10 der Stäbe, 10 der Schwerter, ja. Also hier wirst du, diese Warterei wird zu Ende gehen. Okay, für das Lernen hätte ich gern noch eine Karte. Für das Lernen. Sechs der Kelche. Ja, es geht hier nochmal um dieses die Vergangenheit loslassen. Ja, das ist, was ich hier schon gesagt habe. So dieses, ach, was wäre, wenn, und hoffentlich ergibt sich alles so, wie ich das möchte. Einfach das in der Vergangenheit schwelgen. Ja, so die. Guck mal, wie er hier da sitzt mit seinem Hund. Ja, und ihn umarmt und sagt, Mensch, wie so ein alter Kumpel. Und das gilt es quasi loszulassen. Ja, hier nochmal, ja, euch einfach freier zu machen, ja. Es geht hier um die Unabhängigkeit, dass ihr euch auch von diesen Dingen befreit, von Ballast aus der Vergangenheit. Ja, das können natürlich auch schöne Sachen sein, aber wenn sie euch heute nicht mehr dienen, weil ihr im Kopf gefangen seid dadurch, ja, oder sagt, ach ja, aber früher war alles besser. Also ich habe das so viel in, ich sehe das viel in Beziehungen, dass Leute sagen, ja, ach, heute ist eigentlich, diese Beziehung ist gar nicht mehr existent, aber damals, als wir uns kennengelernt haben, war er so toll, ja, also so und so, so diese Nostalgie nehme ich hier wahr, ja. Und da geht es einfach darum, ja, aber wenn es heute nicht mehr toll ist, ja, weil dieser Hund, also weil dieser Partner beißt und gefährlich ist, dann gilt es hier halt auch einfach, ich sag mal, seinem Impuls zu folgen und sich davon zu verabschieden. Und nicht im Kopf, ja, aber was wäre, wenn, ich habe den Hund schon so lange, ne? Aber wenn er, ich sag mal, Kinder anfällt und bissig ist und du einen kleinen Sohn hast, ja, zum Beispiel, dann, ja, dann muss der Hund halt weg, egal wie lange du ihn schon hast. Ich meine, oh Gott, jetzt sage ich hier wieder was, aber ihr wisst, was ich meine, ja, das ist ein Beispiel. Ja, und es gilt, sich von dieser Nostalgie aus der Vergangenheit zu trennen, ja, und das sollst du lernen. Und das wird dir heute einfach nochmal mehr begegnen, ja. Gut, meine Lieben, es sollte kurz und knapp bleiben, jetzt bleiben wir bei 15 Minuten, das ist, glaube ich, okay.
alle, die, also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gerne abonniert den Kanal. Ich freue mich sehr. Und Ende der Woche kommen die Sternzeichen wieder. Ich freue mich schon. Bis dahin. Tschüss.